Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier beim Facebreaker, wie soll ich sagen, die sogenannte Gesichtsschlägerei, würde ich mal sagen. Und zwar, wir sind leider schon im Finale angekommen, Leute. Ich bin ein bisschen traurig deswegen. Aber naja, was soll's. Jetzt würde ich sagen, legen wir los mit unserem letzten Fighter. Und zwar gegen Kekkur Manning. Ja, das ist unser letzter Fighter, mit dem wir jetzt die Gesichtsschlägerei fortführen oder beenden werden, besser gesagt. Suchst du Streit? Dann bist du hier voll richtig. Ja, super, da freue ich mich schon riesig. Yeah, so Manning. Jetzt zeige ich mal, wie man richtig fachmännisch eine Esse verletzt. Nein, nicht so. Ja, schön. Ja, super. Jetzt bitte einmal Tschüss. Das hat weh getan. Schön. Du hast mich härter erwischt als das Riff letzte Woche. So macht Spaß. Ja, danke, das freut mich. Jetzt kommt der sogenannte Stäbe. Den kennen wir, den Kameraden. Den werde ich natürlich jetzt auch versuchen zu verletzen, aber schauen wir mal. Zum letzten Mal, ja. Oh Mann. Ich muss dich warnen. Ich bin Träger des vierfachen schwarzen Ninja-Boxmeistergürtels und Spielleiter in meiner Das Schwarze Ohr-Gilde. Oh. Der Foto-Game-Face-Mann. Oh Leute, es ist so traurig, echt, dass nun Facebreaker zu Ende geht, echt. Oh. Ja! Super! Jetzt verlatz ihm schön die Esse! Bam! Da fliegen die Zähne. So. Du wirst noch von Steve hören. Ich verhandle gerade über die Fortsetzung. Oh. Soll ich lachen oder Angst haben? Oder beides? Vor lauter Angst lachen. Ja, danke schön. Okay, super. Ja. Ja, Leute, wie ihr seht, es wird immer alles neu freigeschaltet. Das liegt einfach daran, da ich das Finale schon aufgenommen hatte. Nur leider ohne Ton. Das war so peinlich. Alles, was ich geschwafelt habe, die ganzen Soundeffekte, wurden gar nicht aufgezeichnet. Das war so peinlich. Echt, oh Mann. Jetzt muss ich alles von vorne machen, wie ihr seht. Aber dennoch Finale. Ich würde sagen, das reicht doch. Dieses Kribbeln an deiner Wirbelsäule. Ja. Das ist Panik, Baby. Ah, gut, dann weiß ich Bescheid. Und ich dachte schon, ich muss aufs Klo. Ja, komm. Nein, er hat meine ganze Aggressivität genommen. Ah. Ah. Nein! Jetzt hätte ich ihn beinahe verlatzt. Das gibt's doch nicht, Mensch. Ich will ihn doch so gerne verlatzen. Ha 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 ha! Ha ha ha!
Schon wieder nix! Das gibt's doch nicht! Na gut, wenigstens habe ich ihm einmal das Unterkiefer ausgehebelt. Nein! Ich will ihn so gerne schön verlatzen, Mensch. Bitte, lass dich doch verlatzen. Wir haben doch jetzt Facebreaker-Finale, hallo. Ja. Ja, danke schön. Bam. Schön. Dankeschön. Das hat Spaß gemacht. Ich hab's einfach nicht gespürt, hab nie meinen Groove gefunden. Ja, faule Ausrede, du bist einfach nur grottenschlecht. Ah, hat das gut getan, echt. So, jetzt kommt, das kleine verdorbene Mädele. So, Leute, dann wollen wir mal gegen Sparrow nochmal schön zum letzten Mal verlatzen, ja. Oh Mann, es ist so traurig, echt. Die 60 Folgen, die sind so schnell vergangen. Sag Bescheid. Ja, bin bereit. Da, der Photogen Face Man. Keine Ahnung. Und der Pflaumen Mädele. Oh nein! Ah! Hey! Du nervst, Mädele! Ich muss sie mal kurz ein bisschen vom Leib halten, Moment! So, und einmal Tschüss. Oh, da fliegen die Zähne wie Goldstaub. Ich bin noch nie so untergegangen. Vielen Dank. Gern geschehen. Ich mach den Sonderangebot, das macht er nur 2,99, bitte. Ja, danke. jetzt kommt Voodoo-Line. So, den will ich natürlich auch versuchen, ordentlich zu verlatzen. Schauen wir mal, ob mir das gelingt. Voodoo verschlingt dich wie Hühnchen. Ja, so schaust du aus. Aber schauen wir mal. Nein, hat mir wieder die ganze Aggressivität genommen, Mensch. Ah. Moment. Ah. Komm, du isst doch so gerne. Du brauchst doch ein paar Schläge. Die tun dir gut, schau her. Doch, du liebst sie doch. Ah. Ah. Nein, das gibt's doch nicht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich hier zu viel rumgealbert, echt. Hallo. Nein. Genau, verlatz ihn doch. Nein, nicht du dich. Ah.
nein, er hat mich schon wieder verlatzt. Ach Leute, ich glaube, das wird nichts mit dem Verlatzen. Ich muss jetzt andere Geschütze auffahren. Moment. Ah. Ah, nein. Oh, mein armer Manning. Ich habe gar keine Ahnung, wer das ist, dieser Manning. Angeblich irgend so ein Celebri. Celebri, oder wie man dazu sagt. So ein Celebrator, oder wie sagt man dazu, Mensch? Ah, komm bitte, Manning. Nein, doch nicht so. Genau, mach ihn doch fertig, Mensch. Ja, genau so. So wollte ich das doch die ganze Zeit eigentlich. Naja, stimmt nicht. Ich wollte eigentlich ihm das Gesicht brechen. Aber es hat leider nicht geklappt, Mensch. Genau, jetzt lass ihn mal schön untergehen hier. Super. Der hat jetzt nicht mehr gewusst, ob er Männchen oder Weibchen ist. Hallo, es reicht jetzt. Nein. Ah. Pass auf deine Esse auf, Mensch. Boah, hast du jetzt Glück gehabt, Manning. Ja, ja, du schaust nicht schön aus. Nein. Ja. Genau, lass ihn mal schön untergehen hier. Nein, nicht so. Genau, schön verlatzen hier. Super. Bravo. Wo du sagst, Samor Kaka. Selber Kaka. Ja, so Leute, weiter geht's. Semenua. Ach, gegen Romeo. Den werde ich jetzt auch so schön verlatzen. Man nennt mich in Fachkreisen Enrico Verlazzo. Aufgepasst, schöne Frauen. Romeo steht euch in wenigen Minuten zur Verfügung. Mit gebrochene Esse. Moment, Leute, ich zeig's euch. Passt auf. Das wird jetzt ein Spaß. Achtung! Das habe ich gemeint, Leute! Und hopp! Bravo, schön! Er macht doch schön Liegestützen auf sein Gesicht. Donde está la Zapateria? Ja, Cafeteria wäre jetzt nett. So ein Lachi Machachi oder so ein Cappuccino. Ja. Ah, das hat so gut getan, Leute. Ah, jetzt kommt Wiki Wiki Waka Spin. Den verpasse ich in so einen Remix. Ja. So ist das. Hey, Bock auf Schläge, du? Und wie? Zum Schläge verteilen. Ja. Yeah. Hm. Der Pflaumenmädele.
So, jetzt. Da fliegt er hin. Da frisst doch Schläge, Mensch. Du hast doch Hunger, du Armer. Da frisst ein paar Schläge. Die tun dir doch gut, mein Junge. Ah. Ah. Nicht so. Ah. Na, so wird das nichts, Mensch. Kannst du ihn bitte nicht ein bisschen schneller verletzen? Genau, lass jetzt schön Schläge essen hier, Mensch. Aber bitte, kannst du nicht auch sein Gesicht brechen ein bisschen? Komm, Mensch. Der bettelt doch immer so danach, der Arme. Menno, was machst du denn da für einen Käse? Okay, vergiss es mit dem Gesicht brechen, machen einfach nur fertig. Bitte. Na also, was soll das? Bravissimo. Oh, ich glaube nicht, dass mein Onkel Ned viel mehr verkraftet. Dein armer Onkel Ned. Außerdem, wie kommt der auf seinen Onkel Ned? Ist der etwa nett? Ja, ich weiß schon, der war flach. Egal. Ah, Brickelein. Zum letzten Mal. Grüß dich. Na? Wo ist er denn? Ach, da. Ich bin Brick. Hi, Brick. Ja, das schaut doch so lieb aus, oder? Ui. So. Ja, dann verlassen wir ihn jetzt mal. Nein, nicht so, hä? Ah. Könntest du bitte ein bisschen Gas geben hier? Genau, so habe ich gemeint. Na, so wird das nichts. Ah.
Mann, was machst du denn da? Hopp. Na also. Nein, doch nicht so. Du bist zu langsam, Mensch. Ah. Nein, pass auf dich auf, Mensch. Ah. Also irgendwas stimmt nicht mit dir. Was hast du für Probleme jetzt? Das gibt's doch nicht, Mensch. Komm jetzt zu dir, Mensch. Nein, doch nicht so. Ah, Menno. Hallo. Ah. Was machst du denn da, Mensch? Ja, so wird das doch nichts mit dem Gewinnen. Ja, besser. Nein, so nicht. Pass auf deine Esse auf, Mensch. Ah. Was hast du für Probleme? Das gibt's doch nicht. Hey, alles klar, Freund? Naja, nicht wirklich. So, ein Schluck Tee soll helfen. Und weiter geht's, Leute. Wollen wir zusammen was spielen? Ja, gerne. Und zwar hau die Rübe runter. So, legen wir mal los hier. Was machst du denn da? Du bist nämlich nicht gut drauf, Mensch. Ah. Na also. Lass sie nicht einschüchtern. Nein. Verlass ihm doch die schön die Esse, Mensch. Na also, Mensch, geht doch. Was soll denn das? Warum dauert es bei dir so lange, Manning, Manning? Ah. Ah. Pass auf deine Esse auf, Mensch. Das gibt's doch nicht. Du hast gar nichts drauf, Junge. Echt. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Jawohl, geht doch. Also hau zu, Mensch. Genau, schön Kerze. Genau, schön die Esse brechen, Mensch hier. Lass dich auf diese Spielerei nicht ein, Mensch. Ah.
Warum machst du das überhaupt mit? Ich verstehe dich nicht, Manning. Du bist doch echt so ein Doofi, das gibt's doch nicht. Warum hast du jetzt so Schwierigkeiten, Mensch? Jeder schafft ihn, nur du nicht. Genau, geht doch. Nein. Verlass ihn doch schön. Genau, geht doch. Na also, warum denn nicht gleich so? Ich weiß nicht, warum du so komische Komplikationen Mädchen machst, echt. Nein. Ah, das hätte man doch sehen können, was du da für einen Käse machst. Oh nein. Ihr schaut beide nicht gut aus. Ja, schön verlatzen. Pass doch auf. Mensch, Manning. Was spinnst du denn darum? Das gibt's doch nicht. Zum zweiten Mal gegen ihn verloren. Das ist doch nicht normal, Mensch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, du blamierst mich echt. Nochmal, nochmal. Okay, gerne. Ich bin dabei. Aber jetzt echt keine Gnade mehr. Ich habe keine Lust mehr, mich noch länger hier aufzuhalten, Leute. Jetzt, komm. Na also, warum nicht gleich so echt? Genau, schön in die Esse hauen, immer wieder. Keine Gnade mit niemandem, komm. Ah, nein, nein, nein. Ach, Manning. Was machst du hier? Genau, so verlatzt mein Essen. Schön. Hau ihn kaputt, Mensch. Diesen Bären. Nicht so, Mensch. Was soll denn das? Ah. Du bist doch echt doof. Ja, genau, so schaust du auch aus. Echt. Mann, wie du guckst. Schau, was machst du? Jetzt hast du so einen tollen Start hingelegt und dann machst du so einen Käse, echt. Das ist nicht normal mit dir. Oh Mann. So, jetzt konzentrier dich, mein Junge, und mach nochmal richtig. Nein, 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 nicht schon wieder, Mensch. Sei doch bitte nicht so doof, Mensch. Bitte. Ach, das macht doch gar keinen Spaß mit dir. Du bist echt eine Enttäuschung für mich, Manning. Da, das habe ich gemeint, Mensch. Nicht normal. Nicht von dieser Welt, echt.
Das habe ich gemeint. Du hast es einfach nicht drauf, echt? Du bist. Das ist doch nicht normal, oder? Das ist nicht normal, Leute. Ich sag's euch. Da stimmt was nicht. Ich glaube, ich brauche einen neuen Fighter, echt. Ja, Break, alles schön und gut. Aber ich muss dich trotzdem irgendwie verlassen, Mensch. Das gibt's doch nicht. Was machst du mit mir? Leute, das ist nicht gut. Da stimmt doch was nicht, Leute. Echt, das ist doch eine Blamage. Na also, warum denn nicht gleich so? Echt, das ist doch nicht normal mit dir. Nein, 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 nein! Ja! Ah. Warum lässt du dir das gefallen? Hallo! Mann, 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 Mann. Ja. Na also, warum denn nicht gleich so echt? Das habe ich nie verstanden. Warum muss man ihn so einen Käse machen? Nein. Ich hab doch zugehauen, Mensch. Ja. Na also, hat jetzt lang genug gedauert, echt. Dieses Kasperle-Theater. Oh, bin ich froh, dass es jetzt endlich vorbei ist. The Manor, freigeschaltet Manor. Du hast gerade Brick freigeschaltet. Ja, alles schön und gut, das weiß ich doch. Beziehungsweise hatte ich doch schon mal alles freigeschaltet. Ihr habt was. Ach, Kirikilein, mein Goldstück. Ah, Leute, ich habe jetzt keine Ahnung, was los war. Echt, das war jetzt ganz komisch mit diesem Brick. So, jetzt muss ich erstmal sie noch ein bisschen verlatzen. So, na komm. Nein! Sie hat mir die ganze Aggressivität genommen. Komm, komm, Mädle. Leg dich hin. Ja! Ja! Jetzt! Der Gesichtstanz. Schön. Oh, das hat gesplittert.
Ich bin jetzt erstmal 2 Tage durch. Ja, so schaust du auch aus, Mädele. Das macht Spaß. So, weiter geht's. Ja, genau. So ist es. Jetzt kommt Molotow. Tja, macht mich auch immer so wahnsinnig. Aber ich guck, dass ich den jetzt auch fachmännisch unterbuttere. Du wirst fallen und boom, Frischling. Schauen wir mal. Du Fischling. Molotow. Keine Ahnung. Bereit, kämpft. Nein. Hey, es ist gut jetzt. Oh nein. Ach man, was ist denn los hier? Ich weiß nicht, heute hängen irgendwie meine Tasten heute. Ja, komm her. Komm her. Nein, nicht so. Na also, schön verletzt. So mag ich das. Jetzt kennt er sich gar nicht mehr aus, der arme Molotow. So. Nein, 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 bitte nicht. Hey. Na warte, Molotow. Nein, oh. Er hat mich ja schon wieder verletzt. Die kleine Halunke. Jetzt reicht's. Es reicht, Molotow. Nein! Knoko, schon wieder habe ich verloren. Das gibt's doch nicht. Was habe ich denn, Leute? Ich habe das letzte Mal Facebreaker gestern gespielt und auf heute habe ich es vergessen, manche oder was? Sagen, Molotow ist Bombe. Sie haben. Ja, sie übertreiben. So, jetzt komm. Ha!
Schön verletzt, so mag ich das. Jetzt kennt er sich gar nicht mehr aus. Komm her. Ich hab noch was für dich. Guck. So mag ich das, ja? Ja, komm her. Ja, komm. Ja. Da guck da, mein Molotow. Und hopp, da fliegt er. Ah, schön war das jetzt. Du hast Bomben auf mich geworfen. Boom, boom, boom. Der arme Molotow. So, und jetzt kommt der Hyperpsycho. Der ist echt so krass, der Junge. Der spricht mit seinen Händen. Also mit seinen Socken oder Handschuhen, was er hat. Keine Ahnung. Ist richtig angriffslustig. Du bist sowas von stinklangweilig. Naja, wir verlassen dich trotzdem. Nein, 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 nein. Das ist Käse. Hopp. Hopp, schön verlatzen hier. So mag ich das. Die Zähne müssen fliegen, Kollege. Zähne sind zum Fliegen da. Hopp. Ah. Ja. Schön. So mag ich das. Ja. Jetzt hat er auch seinen Spaß gehabt, ne? Schön. Hey, na, er schaut noch fit aus, der Manning, ne? Aber der nicht mehr. Ja, da können ihm seine Handschuhen auch nicht mehr weiterhelfen. Da liegt er, der Penner. Das Wichtigste ist, dass wir unser Bestes gegeben haben. Du bist echt der ödeste Video. Schön. So Leute, es geht weiter. Und zwar gehen wir jetzt in den Zoo. Okay, super.
Nichts freischalten. Ja, schön. Und zwar, jetzt geht's in den Zoo, wie gesagt. Und zwar zu Tiki, zu meinem Hausaffen. Er ist süß, aber er hört überhaupt nicht auf mich. Immer wenn ich zu ihm sag, er legt dich hin und stell dich K.O., macht er nicht. Also muss ich immer nachhelfen. Naja, und ab und zu versohlt er mich auch. Du Punk. Der war gut. Willkommen im Dschungel, du Punk. Hopp. Schön. Hopp. Schön. Und schön, Kerze. Ah. Super. Genau, verlasst schön den Affen, Mensch. Nein, jetzt mach doch keinen Käse. Bitte, doch nicht jetzt. Ja. Schön. Naja, was ist schön? Schön war es nicht, aber Hauptsache, du hast ihn niedergestreckt. Ja. Bitte lass dir das doch nicht immer gefallen, Manning. Genau, schön. Bitte nicht. Lass dir das doch nicht immer gefallen von dem Affenmensch. Ah ja, Mittag. Okay. Hallo. Ah. Manning. Schön. Genau, verlass ihn doch schön. Na also, geht doch. Menno, super. Aha. Hopp. Schön. Ja, schön verlassen. Schön vermöbelt. So, schauen wir mal. Vielleicht hört jetzt Tiki endlich auf mich. Nein, jetzt kommt Blechdeppen vermöbeln. Moment. So, und Tiki freigeschaltet. Ja, ich weiß. Das war ja alles schon mal, aber ich habe nämlich meine ganzen Spielstände löschen müssen. Damit ich wieder mit Manning spielen kann, weil es war so furchtbar. Als, ja... mein komisches Programm. Du Verlierer. Aha. Als mein Programm den Ton nicht mit aufgezeichnet hat, das war so furchtbar, Leute. Hopp. Ja. Ja, super. Nein, 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 lass dich nicht von ihm bedrängen, Mensch. Hopp, ja. Nein, nein, nicht so. Ah. Nein, nicht so. Hey, hey, hey. Lass dich von dem Cyberpunk nicht so kaputt machen, Mensch. Na also. Sehr schön. Ha!
Ey. Hopp. Hopp. Ja. Hopp. Schön. Ja, super. Aber noch einmal müssen wir Gas geben, komm. Nein. Ja, super. Ah. Ja. Ja. Na, ach so. So. Bitte, bitte, Manning. Mach den fertig. Scheint doch an, der ist doch schon fast verletzt. Genau, schön verlatzen, dem Penner. Na also, ja, yeah, super. Sehr schön. Oh, Leute, wir haben es geschafft. Beziehungsweise wieder geschafft, weil ich musste ja mit Manning zum zweiten Mal das ganze Spiel durchspielen. Ah, wegen dieser komischen Recorder-Software, die ich habe, die nicht mit aufgezeichnet hat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Leute, gehen wir zur Siegerehrung. Ja, danke schön. Du hast ja perfekt. Okay, gut. Auf geht's, weiter. Ach, wirklich ganz toll gemacht, Tiki. Achte auf deine Wortwahl. Du weißt genau, dass ich derartige Ausdrücke missbillige. Vulgarismen sind unhöflich und respektlos. Schon in Ordnung, Tiki. Pass nächstes Mal einfach besser auf, du Kleiner. Applaus, Applaus, Leute. So, Leute, das war das große Facebreaker-Gesichtsschlägerei, würde ich mal sagen. Finale mit Manning. Manning hat nochmal das ganze Spiel so richtig schön zum Abschluss fein durchgerockt. Und ja, Leute, es ist ein bisschen traurig, aber es ist leider soweit, dass wir dieses Spiel dann auch gut sein lassen. Aber ich würde sagen, da kommen noch ein paar Überraschungen. Also so viel möchte ich verraten. Eigentlich sind wir mit dem Spiel durch. Aber wie gesagt, lasst euch bitte noch ein bisschen überraschen. Ich habe noch ein bisschen was im Hinterkopf und dann machen wir noch was Schönes draus, ja? Okay, super. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken und Mitfiebern. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Und ja, tut euch bitte nicht genieren. Tut mich... Oh, sorry. Habt ihr das gehört? Ich habe schon wieder vor lauter Stress gepupst, Mensch. Ich bin sogenannter Stresspupser. Ne? Immer wenn ich im Stress bin, oh, dann gibt's Flatterei hinten raus. Oh mein, oh mein. Ja, sorry, ich bin vom Thema abgekommen. Tut euch bitte nicht genieren, tut mich schön abonnieren. Und das Glöckchen bitte drücken, denn dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja? Okay, super. Dann, in diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt anständig und vor allem sauber. Das heißt auch bitte den Bauchnabel auswaschen, ja? Okay, super, danke. Dann bis hoffentlich bald, ja? Okay, danke. Das war das große Finale. Ja, tschö, Papa. Ich kann nicht mehr.